Mann, ist das windig heute. Na, wenigstens scheint die Sonne. Ja. Glück gehabt. Moin, meine Lieben, ich bin's wieder, euer Silas, und ich begrüße euch recht herzlich bei einer weiteren Folge von Golfregeln endlich verständlich Edition 2019. In der heutigen Folge möchte ich mich für euch um den eingebetteten Ball kümmern, denn auch dort gibt es 2019 ein paar Neuerungen. Klären wir erstmal den Begriff eingebettet. Ein Ball gilt als eingebettet, wenn er infolge des vorherigen Schlages in seinem eigenen Einschlagloch zum Teil unterhalb der Bodenoberfläche liegt. Das bedeutet, wenn der Ball in ein Divot hineinrollt oder in eine Kahlstelle, in ein kleines Loch, dann hat man Pech gehabt, denn das ist ja nicht sein eigenes Einschlagloch. Liegt der Ball so wie hier jetzt in seinem eigenen Einschlagloch und ist eingebettet, so darf der Golfer straflose Erleichterung in Anspruch nehmen. Um straflose Erleichterung in Anspruch zu nehmen, sollte der Golfer sich den Erleichterungsbereich abstecken. Dies darf er mit dem längsten Schläger tun, den er in der Tasche hat, ausgenommen dem Putter, also in meinem Fall der Driver. Es empfiehlt sich, vorher die Balllage einmal zu markieren. Und jetzt messe ich den Erleichterungsbereich ab. Dieser ist eine Schlägerlänge nach rechts. Nicht näher zur Fahne, eine Schlägerlänge nach links, nicht näher zur Fahne und eine Schlägerlänge nach hinten tief. Ich darf jetzt den Ball aufnehmen, ich dürfte ihn jetzt auch sauber machen und muss den Ball innerhalb des Erleichterungsbereichs fallen lassen. Ich kann also jetzt auch aus dem Rough rausgehen und hierher kommen, wo das Gras deutlich kürzer gemäht ist. Ich lasse den Ball jetzt aus Kniehöhe fallen. Dieser Ball ist innerhalb des Erleichterungsbereichs aufgekommen und auch zum Liegen gekommen und demnach muss ich den Ball spielen, wie er liegt. Wenn man sich nicht sicher ist, ob der Ball sich unter der Bodenoberfläche befindet, so darf man den Ball natürlich markieren, aufnehmen und sich die Sache anschauen. In dem Fall liegt er nicht unterhalb der Bodenoberfläche, das heißt, ich muss den Ball wieder zurücklegen und spielen, wie er liegt. Das Ganze ist also kein Freifahrtschein dafür, falls der Ball sich mal in einen solchen Raffbüschel eingegraben hat. Denn entscheidend ist ja, dass der Ball unterhalb der Bodenoberfläche sein muss. Ist ein Ball also in seinem eigenen Einschlagloch im Gelände eingebettet, so darf ich straflose Erleichterung in Anspruch nehmen. Dies gilt auch im Raff und auch auf dem Fairway, außer im Bunker. Hier gilt natürlich weiterhin, den Ball zu spielen, wie er liegt oder für unspielbar zu erklären. Oder in einer Penalty Area, auch hier bekomme ich keine straflose Erleichterung, wenn der Ball eingebettet ist. Und auch so wie hier in einer sogenannten Waste Area bekomme ich keine straflose Erleichterung. Endlich bekommen wir eine straflose Erleichterung von einem eingebetteten Ball auch im Raff und im Semiraff. Das finde ich besonders toll, dass wir keine straflose Erleichterung erwarten können im Bunker, in der Waste Area oder auch in einer Penalty Area. Ich denke, das ist verständlich. Ich hätte am Ende noch eine Frage, und zwar habe ich ja auch ein Video schon mit Torben und Thomas von Golf Rules gemacht. Die zwei haben ja eine Facebook-Gruppe über Golfregeln, die ich sehr empfehlen kann. Und wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht einen Live-Regelabend machen wollen, den wir auf YouTube zeigen, auf meinem Kanal, wo ihr uns live eure Fragen schicken könnt, die wir dann beantworten. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch über jeden neuen Abonnenten meines Kanals. So kann ich euch über unser aller Lieblingshobby auf dem Laufenden halten. Ansonsten wünsche ich euch wie immer ein schönes Spiel und alles Gute, euer Silas.